Themen für junge Menschen nach einer Krebserkrankung, das sind Sexualität, da geht es ums Kinderkriegen oder ums Karrieremachen. Die Themen, die junge Menschen nach Krebs beschäftigen, die sind sehr vielfältig natürlich. Da geht es ums Kinderkriegen, also um die Fertilität. Da geht es um Sexualität, das ist ja in der Altersgruppe ein ganz, ganz wichtiges Thema. Da geht es aber auch um Karriere zu machen. Wie kann ich Karriere machen, trotz meiner Einschränkungen, die ich vielleicht nach der Tumorerkrankung und nach der Therapie noch habe? Und welches Studium ist gut für mich? Welchen Beruf soll ich ergreifen? Das sind so die Hauptdinge, die unsere jungen Menschen nach einer Krebserkrankung beschäftigen. Wir haben jetzt im zweiten Jahr eine sogenannte psychoedukative Gruppe für diese jungen Menschen etabliert. Die treffen sich alle 2 Wochen mit einer Psychoonkologin, lernen sich kennen, besprechen untereinander die Probleme, die sie in dieser Altersgruppe haben. Also die verstehen sich ja dann natürlich auch untereinander gut, weil sie gleich betroffen sind. Und bei Bedarf, wenn es jetzt um spezielle Themen geht, wie zum Beispiel um gestörte Sexualität oder um Unfruchtbarkeit, dann holen wir uns auch medizinische Hilfe in die Gruppe rein. Also unsere jungen Menschen nach Krebs, die profitieren natürlich mal von unserer Gruppenleiterin, unserer Psychoonkologin. Die profitieren auch speziell davon, wenn es um ganz spezielle medizinische Fragestellungen geht oder auch um spezielle soziale Fragestellungen geht, dass dann ein Experte mit dazukommt, also jemand aus dem sozialen Dienst oder auch ein ärztlicher Kollege. Und nicht zuletzt profitieren sie natürlich ganz enorm von sich gegenseitig, weil sie sind gleich betroffen, sie haben die gleichen Themen, da gibt der eine dem anderen einen Tipp, so habe ich das damals gemacht, so bin ich besser damit zurechtgekommen.